Hallo und willkommen im RC3-Channel Gehacktes from Hell, live aus der Bierscheune in der Alten Hölle in Brandenburg. Ich begrüße nun ganz herzlich bei uns Paula. Paula ist engagiert beim FIF, dem Forum für InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Im vergangenen Jahr hat sie sich mit dem Thema der globalen Pandemiebekämpfung beschäftigt und hier insbesondere mit dem weltweiten Zugang zu Medizinprodukten. In dem Zusammenhang war sie auch in der Kampagne Sign involviert. Paula hat dabei viele Erkenntnisse gewonnen über die Zusammenhänge und Systeme, die zu der heutigen Situation geführt haben. Diese Erkenntnisse gibt sie uns nun in ihrem Vortrag weiter. Von euren Geräten zu Hause aus könnt ihr Fragen stellen über Twitter mit dem Hashtag RC3Hell oder im IRC und Rocket Chat mit dem Hashtag RC3-gehacktesfromhell. Nun, Paula, freuen wir uns auf deinen Vortrag. Danke, Corinna. Mit der beispiellos schnellen Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 hat die Welt bewiesen, wie effizient öffentliche Förderung sein kann. Das sollte uns anspornen, dieses öffentliche Gut zu nutzen und es allen Menschen auf der Welt zur Verfügung zu stellen. Denn Impfstoffe sind Gemeingüter, deren Entwicklung zu großen Teilen gezielt öffentlich finanziert wurde und zu denen Wissenschaftler von überall auf der Welt beigetragen haben. Impfstoffe sind vor allen Dingen auch das effektivste Mittel, was wir haben, um Krankheiten zu bekämpfen. Aus einem moralischen Gesichtspunkt ist es daher völlig offensichtlich, dass dieses Mittel, das gegen eine Bedrohung hilft, auch allen angeboten werden sollte, die dieser Bedrohung ausgesetzt sind. Zum anderen ist es auch so, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn sie für uns alle vorbei ist. Das haben wir gerade mit Omikron nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Und insbesondere bei Corona, da es sich um einen durch die Luft übertragenen Erreger handelt, ist es quasi unvermeidbar, dass sich das weiterhin über die Welt immer verteilt, da wir so viele globale Reiseströme haben. Es gab durchaus einige Versuche, ein globales Impfen durchzusetzen. Da sind zu nennen CTAP im März 2020 oder COVAX im April 2020, der TRIPS Waiver im Oktober 2020. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt gleich im Vortrag nochmal genauer beleuchten werde. Und wenn wir uns allerdings diese Karte hier anschauen, müssen wir eingestehen, dass all diese Versuche gegenüber Profitinteressen und Egoismus gescheitert sind. In Afrika haben wir eine Impfquote von etwa 7%, das heißt 7% der Menschen sind zweifach geimpft. In Deutschland liegt die Quote bei 70%, das ist 10-mal so viel. Und in Deutschland haben schon die Hälfte davon, also ungefähr 35%, 3 Impfungen bekommen. Man kann es auch so, wie der Chef der Weltgesundheitsorganisation Ghebreyesus ausdrücken: Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass es nicht ausreicht und dass es gefährlich ist, bei der Versorgung der Welt mit globalen öffentlichen Gütern auf ein paar wenige, sich bei der Versorgung mit den global öffentlichen Gütern auf ein paar wenige Firmen zu verlassen. Wenn es nach dem Start-up Afrigen geht, könnte sich das bald ändern. Vor etwa 2 Wochen ist, ich habe vergessen, eins weiter zu klicken, vor etwa 2 Wochen ist das südafrikanische Start-up mit einer ziemlich selbstbewussten Meldung an die Presse getreten, die Zuversicht und Aufbruchgeist mit sich bringt. Es ist eine Intervention. Wir werden die globale Gesundheitslandschaft ändern. Das Startup war von der WHO für einen ersten Tech Transfer Hub ausgewählt worden und wollte eigentlich in Zusammenarbeit mit den mRNA-Impfstoffherstellern zusammen durch Technologietransfer bis Mitte 2022 die Produktion auch in Südafrika entwickeln und dann eben Impfstoff herstellen. Leider hat eine solche Einigung mit den Herstellern nicht geklappt und nun haben die Wissenschaftler und ForscherInnen in Südafrika genug, haben keine Lust weiter zu warten und haben beschlossen, okay, wir starten jetzt selber, wir entwickeln einfach selbst einen Impfstoff. Sie haben sich zusammengetan mit dem Antiviral Gene Therapy Research Unit von der Wits University, die seit 2015 Erfahrung mit mRNA-Technologie hat und erarbeiten jetzt selbst einen mRNA-Impfstoff nach dem Vorbild mit den wenigen öffentlichen Informationen, die es von den Impfstoffen gibt. Sie erwarten, dass sie ein marktreifes Produkt 2024 haben und sie wollen den Impfstoff auch verbessern im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist, nämlich eine gefriergetrocknete Variante anbieten, was gerade in tropischen, schlecht angebundenen ländlichen Regionen ein großer Vorteil ist. Die WHO wird dann kostenfreie Lizenzen an den Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben und damit ermöglichen, dass Produktionskapazitäten überall auf der Welt genutzt werden können.
Und bei Produktionskapazitäten von überall auf der Welt meine ich wirklich Produktionskapazitäten überall auf der Welt. Gerade kürzlich hat Human Rights Watch eine Liste mit 120 Firmen in Afrika, Asien und Südamerika veröffentlicht, in denen die Produktionsbedingungen gegeben wären. Das heißt, es gibt Firmen, die die nötigen Reinräume etc. pp. Haben, sodass dort Produktion von Impfstoff laufen könnte, wenn der Technologietransfer vor ein paar Monaten stattgefunden hätte. Ähnlich wie wir auch im Rest von Europa Fabriken umgerüstet haben. Und diesen Firmen also würde jetzt Afrikan dazu verhelfen, Impfstoff produzieren zu können, was mich an sich sehr, sehr positiv stimmt. Allerdings haben wir gerade gehört, 2024, das ist in 2 Jahren, das ist genau so lange, wie wir bisher schon Pandemie haben. Wir alle wissen, wie anstrengend es ist. Und es ist noch viel, viel anstrengender in Ländern, in denen Lockdown für viele Menschen bedeutet, den Lebensunterhalt für den nächsten Tag nicht verdienen zu können, in denen es keine Absicherungs- und kein Sozialsystem gibt, in denen es keine Kurzarbeitszahlungen gibt und in denen einfach Pandemie, existenzielle Nöte und Entwicklungsrückschritt um mehrere Jahrzehnte bedeutet. Und das deprimiert mich tatsächlich ziemlich, dass wir irgendwie 2 Jahre auf die Neuentwicklung warten müssen, während eigentlich das Wissen in der Welt vorhanden ist und geteilt werden könnte. Und deshalb möchte ich jetzt einmal mit euch auf die Systeme schauen, die uns in diese aktuelle Situation gebracht haben. Und da ist an oberster Stelle das Patentsystem zu nennen. Patente sind eigentlich oder sollten eigentlich Steuerungsinstrumente sein. Steuerungsinstrumente, die einen Anreiz schaffen für gesellschaftlich nützliche Erfindungen und damit zum Wohl der Gesellschaft sind. Das bestreitet so nicht mal die Pharmaindustrie, beziehungsweise nutzt es auch aktiv als Kommunikationsmittel. Im Arzneimittelbereich gibt es grob gesagt 2 verschiedene Arten von Patenten. Das sind zum einen Verfahrenspatente, die relativ schwach sind, wenn man es so will. Sie schützen bestimmte Herstellungsverfahren und zum Beispiel hatte Indien 1972 so ein Patentsystem aufgebaut, was dem auch zugeschrieben wird, dass es einen großen Anteil an der erstarkten indischen Pharmaindustrie hat. Man hat mit Verfahrenspatenten quasi einen geringen Schutz nach der Markteinführung, weil sofort mit einem Markteintritt die Optimierungsmaschine der Marktwirtschaft beginnen kann und andere Firmen versuchen können, das gleiche Produkt auf einem anderen, möglicherweise schneller oder mit weniger Ressourcenaufwand auf einem anderen Weg herzustellen. Und damit gibt es eben viel, ja, betrachten werden die Prozesse viel betrachtet, es gibt Innovationen, es gibt Möglichkeiten dazu, dass einfach auch Wissen über die chemischen Prozesse aufgebaut wird. Zum anderen gibt es die Wirkstoffpatente, damit wird ein Wirkstoff selbst patentiert und dadurch, dass die chemische Zusammensetzung des Endprodukts patentiert wird, gibt es keinen Anreiz dafür, dass man irgendwie versucht, das Ding auf eine andere Art und Weise herzustellen, weil man es dann eh nicht vertreiben dürfte. Das heißt, damit wird eigentlich, gibt es keine so richtigen Anreize für Kreativität oder Optimierung. Und es also prägt quasi den Status quo. Und das kann man auch daran sehen, dass es in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, erst so 100 Jahre nach später eingeführt wurde. Also auch hier hatten wir zuerst nur Verfahrenspatente, mittlerweile haben wir auch viele Wirkstoffpatente, weil wir dann schon eine starke forschende Pharma entwickelt hatten. Man kann generell diese Systematik beobachten, dass es die universitäre und industrielle Forschungslandschaft im globalen Norden sich zum bedeutenden Teil ohne Wirkstoffpatente entwickelt hat, während durch das TRIPS-Abkommen genau diese Entwicklungschancen der Wissenschaft und der Industrie im globalen Süden genommen werden. Das TRIPS-Abkommen wurde 1995 mit der Gründung der WTO durchgesetzt und es enthält sehr, sehr strenge Regelungen zum geistigen Eigentum. Alle WTO-Mitglieder wurden verpflichtet, 20-jährige Wirkstoffpatente auf pharmazeutische Produkte zu gewähren und sich an eine Reihe von Regeln zu halten, wenn sie Zwangslizenzen oder andere Ausnahmen vom Patentrecht vergeben wollten. Die Festschreibung von Wirkstoffpatenten war ein großer Sieg für die Geschäftspraxis westlicher Pharmaunternehmen, da sie mit ihr der postkoloniale Status quo, das heißt eine starke forschende Pharma im globalen Norden und eine noch sich in den Anfängen befindliche Pharma im globalen Süden manifestiert wurde. Durch das TRIPS-Abkommen mit den langjährigen, also 20-jährigen Wirkstoffpatenten wird daher das Monopol der großen
Konzerne systematisch verstärkt und die Entwicklung ähnlich starker forschender Pharmaindustrie im globalen Süden unterbunden. Man könnte jetzt ja denken, dass das eigentlich egal ist, weil es zwingt ja niemanden, also es zwingt ja niemand ein Land dazu, sich an der WTO zu beteiligen oder auch sich überhaupt darum zu kümmern, was in einem anderen Land patentiert ist. Weil so an sich könnte man denken, okay, es gibt halt irgendwo ein Patent für ein Medikament und ich kann es aber trotzdem in meinem Land ja trotzdem produzieren. Das klingt erstmal einfach, ist aber halt nicht so einfach, weil wir einen vernetzten Weltmarkt haben und das Land dann starke Wirtschaftssanktionen riskieren würde oder auch den generellen Ausschluss vom Weltmarkt. Und das wiederum würde ja einem Zusammenbruch quasi gleichkommen und da zumindest wirtschaftliche und damit auch politische Schwierigkeiten mit sich bringen. Und gerade für Länder mit weniger Stimmgewalt im Weltgefüge gibt es daher eigentlich keine Möglichkeit, sich gegen solche Regelungen zur Wehr zu setzen. Und es gilt eher das Friss-oder-Stirb-Prinzip. Selbst wenn wir jetzt die Annahme akzeptieren würden, dass Patente gesellschaftlich nützliche Innovationen mit sich bringen, sind wir gerade in einer großen Pandemie, in der größten Gesundheitskrise seit mehreren Jahrhunderten. Und es ist ein Sonderfall, in dem eigentlich eine Steuerung über Patente unnötig ist. Denn die negativen sozialen und wirtschaftlichen Effekte sind so stark, dass die Pandemiebekämpfung an sich Anreiz genug ist, was auch durch viele Fördergelder und Förderprogramme sichtbar wird, die gerade in die Richtung aufgelegt werden. Was wir also brauchen, ist eine global koordinierte und verstandene Pandemiebekämpfung. Doch die aktuelle Auslegung der Regeln behindert genau ein solches Verständnis. Das wurde natürlich auch schon zu Beginn der Pandemie erkannt und es wurden zwei wertvolle Vorschläge gemacht, die wie ein solches Verständnis global gesehen aussehen könnte. Und auch wenn es häufig so dargestellt wird, waren diese Vorstöße beide völlig unrevolutionär und komplett im Rahmen der geltenden Regeln. Um etwas tun zu können, muss man es A können und B dürfen. Und das gilt natürlich auch für Medizinprodukte. Und für den ersten Punkt, das Können, hatte im März 2020 Costa Rica bei der Weltgesundheitsorganisation den COVID-19 Technology Access Pool initiiert. Und die Idee dahinter war, dass EntwicklerInnen von COVID-19, Therapeutika, Diagnostika und Impfstoffen oder auch anderen Gesundheitsprodukten wie Masken oder Tests ihr Wissen, ihre Daten, zum Beispiel über Zelllinien und damit ihr ganz geistiges Eigentum teilen sollten. Und durch dieses Öffnen der Impfstoffrezepte zum Beispiel oder auch der Technologien für die Herstellung anderer Medizinprodukte könnten dann Forschende auf der ganzen Welt auf dem Vorhandenen aufbauen und es auch an regionale Bedürfnisse anpassen und vor allem die Produkte selbst produzieren. Es ist allerdings nichts passiert. Die Industrienationen mit starker Pharmaindustrie sind dagegen und kompromittieren damit auch die Weltgesundheitsorganisation als einen wichtigen Akteur in der globalen Pandemiebekämpfung. Bis heute hat sich kein einziger Impfstoffhersteller am CTAP beteiligt und seit dem 23. November kann CTAP immerhin immerhin vorweisen, eine Lizenz zu haben, nämlich für einen Antikörpertest. Wir können also festhalten, CTAP ist an Nichtbeteiligung gescheitert. Zum Zweiten gibt es dann noch den Teil des Dürfens. Und nach der Erfahrung dessen, dass CTAP nicht funktioniert hat, haben sich Indien und Südafrika an die Welthandelsorganisation gewandt und Rechtssicherheit in Form einer globalen Verzichtserklärung auf die Rechte des geistigen Eigentums für alle Covid-19-Medizinprodukte in der Zeit der Pandemie gefordert. Ein sogenannter Waiver für die vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes. Und hier nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten es vorhin, das TRIPS-Abkommen ist 1995 eingeführt worden und hatte eben festgelegt, dass es auf Arzneiprodukte, auf Medizinprodukte 20-jährige Wirkstoffpatente geben soll. Und genau diesen Teil wollen wir jetzt halt aussetzen für die Zeit der Pandemie. Innerhalb des TRIPS-Abkommens sind auch Ausnahmeregelungen vorgesehen. Gerade dann, wenn ein Land einen Gesundheitsnotstand erleidet, soll es genau das können, Patente aussetzen zu können. Da wir jetzt gerade einen weltweiten
Gesundheitsnotstand haben, würde dieser TRIPS Waiver eine unbürokratische Lösung schaffen, damit einfach genau diese Ausnahmeregelungen quasi weltweit in Kraft treten. Und jedes einzelne Land könnte immer noch selbst entscheiden, ob es die jetzt anwendet oder nicht. Es wird also nicht die Abschaffung gefordert des Patentsystems, auch wenn es dafür ziemlich viele gute Lösungen gäbe und auch Alternativvorschläge in Richtung Prämiensysteme, sondern es bleibt im System und es wird ausschließlich die temporäre Aussetzung von Patenten und die Teilhabe an Wissen, das zu großen Teilen öffentlich finanziert wurde, gefordert. Wir hätten damit, oder es hätte damit dazu führen können, dass dringend notwendige Tests, Behandlungsmethoden und Medizinprodukte nicht nur von wenigen Pharmakonzernen kommerzialisiert und kontrolliert werden könnten, sondern es viel breiter aufgestellt wäre. Anhand dieser Karte können wir sehen, wer dafür ist. Fast alle, außer die EU. Und in der EU nimmt auch gerade Deutschland einen großen Anteil daran ein, zu sagen, nein, wir können das nicht umsetzen. Nein, wir müssen unsere kleine liebe Pharma schützen. Nein, das wäre ein schlechter Vorschlag. Und es gibt auch noch ein weiteres Beispiel, was diese Verlogenheit und das Festhalten der Industriestaaten am Status quo nochmal schön untermalt. Das ist Kanada. Kanada ist einer der Akteure, der am lautesten oder auch sehr laut sagt, wir brauchen kein TRIPS-Abkommen, kein TRIPS-Waiver, die TRIPS-Flexibilitäten bringen genug mit sich, die würden funktionieren und die Länder müssten das nur umsetzen und verweisen dabei auch auf ihr eigenes System. Und genau das wird aber gerade gezeigt, dass es nicht funktioniert. Denn es gibt einen kanadischen Hersteller, der mit Bolivien zusammen versucht, eine Zwangslizenz für den Johnson & Johnson Wirkstoff zu bekommen. Und dafür gibt es verschiedene Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen. Unter anderem muss das Produkt in die Liste der Medizinprodukte, die exportiert werden, von Kanada aufgenommen werden. Und es gibt dafür im Internet zu finden, dass es seit 2006 dafür ein Gremium eingerichtet werden soll. Und bei dieser Ankündigung bleibt es aber. Das heißt, es gibt weder die nötigen Formulare noch die Prozesse, wie man eben auf diese Liste kommt, irgendwo aufgelistet. Und es gibt nur diese Ankündigung von vor 15 Jahren, dass das mal eingerichtet werden soll. Das ist also dieses wunderbar funktionierende System von Kanada in diese Richtung. Genau. Und wir sehen hier wieder die Zwangslizenz, also genau das, der bürokratische Akt, der richtig lange dauert, der sich schon seit Monaten zieht und es funktioniert einfach gar nicht. Und was unsere Industriestaaten predigen, ist die Initiative COVAX. COVAX ist ein klassisches Projekt der privat-öffentlichen Zusammenarbeit und über COVAX sollten Impfdosen verteilt werden und dadurch weltweit gleichmäßiger Zugang gewährleistet werden. COVAX wird koordiniert durch die Schweizer Stiftung Gavi, die keinerlei demokratischer Kontrolle unterliegt. Und der ursprüngliche Ansatz von COVAX war relativ blauäugig, denn er sah vor, dass COVAX die komplette Verteilung von Impfstoffen weltweit übernimmt und dabei sozusagen in einem solidarisch an die Kaufkraft der Länder angepassten System finanziert wird. Das heißt, manche Länder zahlen mehr, manche gar nichts und am Ende wird dadurch der Impfstoff gekauft und dann global verteilt. Und in allen Ländern, die sich beteiligen, sollten bis zu 20% der Bevölkerung, aber nicht mehr, geimpft werden, bis quasi überall auf der Welt dieses Ziel erreicht war. Das klingt erstmal gut, war aber eben überhaupt nicht mit den realpolitischen Verhältnissen vereinbar, denn einige Industriestaaten hatten zu der Zeit schon bilaterale Abkommen mit Pharma oder mit Impfstoffherstellern geschlossen und sich eben ihre eigenen Impfdosen gesichert. Und bei den Meetings zur Ausgestaltung wurden auch ärmere Länder und Zivilgesellschaft quasi nicht eingebunden, dafür aber McKinsey, Investitionsberatungsfirmen und natürlich die Bill und Melinda Gates Foundation. Und oh Wunder, am Ende gab es Ausnahmeregelungen für die Länder, die besonders viel zahlten, sodass diese sich
eben nicht an die 20%-Quote halten mussten, sondern auch einfach nur an COVAX spenden konnten und dafür ihre eigenen Impfdosen unabhängig davon organisieren konnten. Das hat COVAX quasi von Beginn an scheitern lassen, weil damit hat das System nicht mehr funktioniert. Und COVAX hat sich jetzt in der Position befunden, dass es mit den Herstellern, mit den Impfstoffherstellern, Preise für Impfdosen aushandeln sollte und sich damit in direkter Konkurrenz zu den Ländern, die COVAX in erster Linie finanziert haben, befand bei den Verhandlungen. Und vor allen Dingen auch, also und diese Länder ja anwerben wollte, und dass es auch die Situation gab, dass sobald es in den Geberländern angespannte Lagen gab, weil gerade, keine Ahnung, eine besonders schwere Welle war oder weil die eigenen Impfdosen nicht so geliefert wurden, wie es geplant war, einfach die Lieferungen an COVAX gekürzt wurden. Und es gibt immer noch 18 Länder, die sich an COVAX beteiligen, die bisher keine einzige Impfdosis gesehen haben. Die EU hat nur 10% der ursprünglich geplanten Impfdosen an COVAX geliefert. Und es gibt auch solche Länder, die dem ursprünglichen Mechanismus gefolgt sind. Das heißt, dass sie ihr Geld, also dass sie keine direkten Verträge mit Impfstoffherstellern verhandelt haben, sondern selbst, aber trotzdem selbst zahlen. Das heißt, dass sie Geld an COVAX gegeben haben dafür, dass COVAX gute Bedingungen aushandelt und dann Impfdosen zurück an das Land gibt. Und dafür ist zum Beispiel Paraguay ein Beispiel, was auch bisher nur 10% der benötigten Impfdosen für diese 20% erhalten hat. COVAX ist also nicht nur mit der Umverteilung gescheitert, sondern der gesamte Ansatz hält auch arme Länder in der Abhängigkeit von den Industrienationen und eröffnet keine Perspektive für irgendeine strukturelle Veränderung. Es ist ein Ansatz, in dem das Recht durch freiwillige Hilfe ersetzt wird, und man kann es auch ein bisschen zynisch als den Ablasshandel für den globalen Norden bezeichnen. Mark Haywood, ein Aktivist aus Südafrika, der sich auch in der AIDS-Krise schon sehr engagiert hat, fasst die aktuelle Situation zusammen mit den Worten: Man kann protestieren, auf das Offensichtliche verweisen und die Pharmafirmen mit scharfen Worten angreifen. Wenn man aber die Basis der Gesellschaft nicht in Bewegung bringt und dadurch Macht aufbaut, wird man keinen Wandel bewirken. Und ich hoffe, dass ich mit dem Vortrag etwas dazu beitragen konnte, dass sich die Basis der Gesellschaft mit den Menschen im globalen Süden solidarisiert und das auch eine politische Kraft bekommt. Wir haben das dieses Jahr schon versucht mit verschiedenen Aktionen, zum Beispiel dem Kampagnenbündnis Sein, mit dem wir Demonstrationen und auch mediale Öffentlichkeit geschaffen haben, auch viel auf Twitter und im Internet, weil wir in der Pandemie sind. Und es gibt auch eine europäische Bürgerinitiative, zu der ich natürlich euch alle bitte, dass ihr euch beteiligt. Denn wenn das Quorum überschritten wird, muss sich dann die EU-Kommission damit beschäftigen. Und und eben den Technologietransfer fördern und Patente freigeben, anstatt weiterhin COVAX zu predigen. Sie müssen sich zumindest damit beschäftigen. Wenn ihr natürlich noch andere Möglichkeiten habt, bitte bringt das Thema in die Öffentlichkeit, macht irgendwas. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal den Bogen zu Afrigen schließen, weil ich es wirklich ein sehr ermutigendes Beispiel finde, dass die Afrikanische Union in diesem Fall ihre Stimme und auch ihr Selbstbewusstsein wiedergefunden zu haben scheint. Es ist das erklärte Ziel der Afrikanischen Union, bis 2040 rund 60% der auf dem Kontinent benötigten Impfstoffe selbst zu produzieren. Und der Vorsitzende der Afrikanischen Union erklärt: Wir beginnen damit, eine afrikanische Lösung für globale Probleme zu schaffen. Die Impfstoffproduktion im Afrigen-Werk ist bis zu den klinischen Studien von einer Art informellen Waiver von Moderna gedeckt, in dem Moderna gesagt hat, dass sie darauf verzichten, während der Pandemie gegen Verstöße des geistigen Eigentums vorzugehen. Und mir imponiert die herausfordernde Unverfrorenheit, mit der die Geschäftsführerin Petro Terblanche sagt: Es wird eine interessante Debatte, wenn wir in die dritte Phase der klinischen Studien übergehen und wir einen Impfstoff für einkommensschwache Länder fertig haben und Moderna dann sagen würde: Nein, ihr dürft wegen Verletzung des geistigen Eigentums nicht weitermachen. Ja, damit bin ich am Ende und freue mich jetzt auf Fragen. Ach so, ich habe hier noch einige
Quellen und Hinweise, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und möchte auch nochmal auf Medico International, die Buko-Pharma-Kampagne und Ärzte ohne Grenzen verweisen, die viele wertvolle Arbeit in die Richtung machen. Super, danke Paula für den Einblick in dieses wichtige Thema. Und das hat eine ganze Menge Fragen hervorgerufen, sind alle sehr, sehr interessiert an deinem Vortrag. Und ich fange da einfach mal irgendwo in der Mitte an. Du hast die Bill und Melinda Gates Stiftung explizit bei COVAX erwähnt. Spielt diese eine besondere Rolle und wenn ja, welche? Die Bill und Melinda Gates Stiftung spielt an vielen Stellen eine besondere Rolle und teilweise ist es ihnen aber auch nicht so ganz nachweisbar. Also was aber, es gibt so einige Reports, die zum Beispiel auch sagen, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass AstraZeneca oder das, ich habe vergessen an welcher Uni, aber der Wirkstoff wurde ja eigentlich an der Uni entwickelt und hat dann eine ausschließliche Lizenz mit AstraZeneca abgeschlossen, während sie es eigentlich als einen öffentlich zugänglichen Wirkstoff anbieten wollten. Dann ist es so, dass bei COVAX eben die Melinda Gates Stiftung im Vorfeld mit Gavi viele Diskussionen auch hatte und wie die Ausgestaltung dessen aussehen soll. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Gates Stiftung einer der größten Geldgeber für die WHO ist und damit super viel Einfluss darauf hat, wie die WHO handeln kann, weil sich die WHO es eigentlich nicht leisten kann, die Gates Stiftung zu vergraulen, weil sie dann eben noch chronischer unterfinanziert werden, als sie es eigentlich sind. Das heißt, ja, die Gates Stiftung hat einfach an vielen, vielen Stellen ihre Finger im Spiel. Und wie ist das denn mit dem Impfstoff von Kuba? Also Kuba hat ja einen recht erfolgreichen Impfstoff entwickelt. Geben die den nicht frei? Das weiß ich leider nicht. Also kann ich nichts zu sagen zu dem. Ich habe auch davon gehört. Ich glaube, der ist ganz gut, aber da weiß ich nicht weiter zu. Okay. Dann die große Frage, die wahrscheinlich oft schon gehört hast, die immer wieder kommt, ist, oft wird argumentiert, die Pharmaindustrie brauche umfangreichen Patentschutz, um ökonomisch zu funktionieren. Patentaufhebung würde also die Pharmaforschung gefährden. Ist das so richtig? Was denkst du dazu? Das ist so nicht richtig. Es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel gibt es eine Studie von 2005, die untersucht hat, wie viel Geld von den Erlösen, die die Pharmaindustrie hat, denn tatsächlich in Forschung und Entwicklung geht. Und es sind unter 9%. Und es ist so, dass viel der Forschung, gerade an Impfstoffen, einfach über sehr, sehr, sehr lange Zeit passiert. Und dass davon eigentlich fast alles an Universitäten passiert. Und es dann, wenn es einen erfolgreichen Kandidaten gibt, ausgelagert wird in Unternehmen und dann Patente dafür aufgenommen werden. Das heißt, man hat ganz, ganz viel öffentliche Finanzierung, die erstmal dazu führt, dass wir überhaupt an einem aussichtsreichen Kandidaten sind. Und dann lagern wir es aus an die Privatwirtschaft und vergeben da Patente, nutzen natürlich Risikokapital an solchen Stellen und haben dann am Ende die Profite. Und die Pharmaindustrie, also es gibt, wie gesagt, andere Modelle, die zum Beispiel so Prämiensysteme vorschlagen würden, wo man nach bestimmten Kriterien Geld vom Staat, was wie gesagt in die Forschung fließt, vergeben würde, statt über Patente und damit, exklusiven Marktzugang, weil Patente ja das Ganze auch ganz schön verzerren. Weil Patente, dieses Patentsystem führt halt dazu, dass bestimmte Mikroinnovationen zum Beispiel für den globalen Norden viel, viel lukrativer sind, als sich um Krankheiten zu kümmern, die vor allen Dingen in ärmeren Ländern stattfinden. Und damit habe ich jetzt meinen Punkt ein bisschen verloren, aber es ist so, dass quasi dieses Argument, die Pharma braucht Patente, ein Mantra ist, was die immer auch vor sich hertragen, was aber an vielen Stellen nicht stimmt, weil es halt an A, dem wirklichen Bedarfen vorbeigeht, B, tatsächlich extrem viel gezielte öffentliche Forschungsfinanzierung auch ist und dass eben relativ wenige der Patente tatsächlich zu medizinischen Neuheiten führen, sondern viel einfach Kleinst-Innovationen stattfinden, wo dann wieder viel
Werbekosten auch auftreten, sodass dann diese Produkte verkauft werden können. Mhm. Und die nächste Frage geht so in die gleiche Richtung. Wie könnte Rechtssicherheit gewährleistet werden, wenn Covid-Patente ihren Rechtsschutz verlieren würden und nicht klar wäre, welche darunter bereits fallen oder zukünftig noch fallen könnten? Wie könnte Rechtssicherheit gewährt? Also an der Stelle nochmal der Punkt. Es ist überhaupt keine, also die Patente werden trotzdem vergeben. Sie werden nur ihre Durchsetzung wird quasi nur ausgesetzt für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, Rechtssicherheit ist zu allen Zeiten gewährt. Mhm. Wenn es eine Aussetzung von Patenten gäbe, wie würde das denn von ärmeren Ländern genutzt werden können? Also welche der ärmeren Länder sind denn in der Lage, eigene Fabriken aufzubauen und zu betreiben? Also da hatten wir ja vorhin die Liste, zu der ich auch nochmal zurückgehen kann. Es gibt hier diese 120 Firmen in ärmeren Ländern, die prinzipiell die technologischen Gegebenheiten hätten, um Impfstoffe und Medikamente zu produzieren. Und 8 davon sind auch in Afrika, dem Kontinent, dem ja häufig nachgesagt wird, dass es da keine Möglichkeiten der Produktion geben würde. Mhm. Ja. Es gibt hier noch eine Nachfrage zu einem Detail deines Vortrags. Und zwar kannst du noch mal das letzte Zitat erklären mit der dritten Phase. Hat das die Geschäftsführung gesagt, die selbst auch sagt, dass sie auf rechtliche Schritte verzichten? Also auf rechtliche Schritte verzichten weiß ich nicht genau, was das jetzt gemeint ist. Aber es gibt eben bei der Arzneimittelherstellung erstmal eine Phase, bei der man noch nicht, also oder die Arzneimitteltestung erfolgt in verschiedenen Phasen und die dritte Phase ist quasi die letzte Phase, bevor dann das Produkt an den Markt geht. Das heißt, man hat erstmal dann diese klinischen Studien, das wird erst an Gesunden probiert, dann kommen eine relativ kleine Gruppe an Erkrankten und danach gibt es noch eine dritte Studie und dann kommt das Produkt auf den Markt. Und das heißt, bis was wir ja gesehen hatten durch den Waiver, also durch die Verzichtserklärung von Moderna, ist es bis zu den klinischen Studien, bis es tatsächlich an Menschen getestet wird, können die in dieser Fabrik machen, was sie wollen. Das ist alles, also dürfen sie auch rechtlich. Und dann geht es eben in die Umsetzung des Produkts. Und das ist das, wo sie halt sagt, okay, wenn wir dann ein fertiges Produkt haben und sie dann kommen und uns sagen, ey, ihr dürft es jetzt aber nicht auf den Markt bringen, weil geistiges Eigentum, dann ist es einfach wirklich an der Welt zu sagen, Leute, da gibt es einen Impfstoff, der patentfrei auf den Markt gebracht werden soll, der im ganzen globalen Süden produziert werden könnte und ihr wollt jetzt wirklich sagen, ihr dürft dieses Produkt nicht auf den Markt bringen und das ist das, wo sie so ein bisschen andeutet, dass sie da einfach auch quasi jetzt erstmal bis dahin macht und hofft, dass es sich bis dahin schon irgendwie ergeben hat. Mhm. Und wenn das mit der Freigabe der Patente trotzdem nicht umgesetzt werden kann oder nicht umgesetzt wird, wäre dann vielleicht ein Modell realisierbar, bei dem die reichen Länder Hersteller in ärmeren Ländern Lizenzen finanzieren? Wäre das hilfreich? Also das Problem ist mit diesen Lizenzvergaben, es wäre natürlich hilfreich, aber das haben wir zum Beispiel in Indien gesehen. Also AstraZeneca hat dem Serum-Institut eine Lizenz erteilt, um dort eben Covishield produzieren zu können, was im Prinzip der gleiche Wirkstoff wie AstraZeneca ist. Aber es ist eben nur dieses eine Institut, was das produzieren darf. Und ich habe in Indien ganz viele Firmen, die das produzieren könnten. Und ich habe dadurch, dass das eine Institut das produzieren darf, ja auch schon das Wissen im Land. Das heißt, an der Stelle nutze ich einfach bestimmte Produktionskapazitäten, die ich hätte, um einfach genug Impfstoff oder mehr Impfstoff und damit auch irgendwann genug Impfstoff zu produzieren und auch dezentral zu finanzieren, sodass es eben nicht diese Probleme gibt, dass es irgendwo produziert wird, dann gibt es da ein Problem und dann wird der Export gestoppt, weil wir brauchen die Impfstoffe ja selbst für unsere Bewohnenden des Landes. Wenn ich das quasi dezentraler aufbaue, dann habe ich diese Abhängigkeit von anderen nicht mehr. Und das ist das Problem an Lizenzen, dass sie immer an genau eine Firma gebunden sind und dass sie nicht, dass es nicht ermöglicht, dass einfach jeder, der kann, das produzieren könnte. Okay, Paula, ich
danke dir ganz herzlich für den Vortrag und für diesen Einblick in das komplexe Thema, was aber wahnsinnig wichtig ist zu bearbeiten für die globale Gerechtigkeit und auch super nochmal rauszustellen, dass es halt eben aus afrikanischen Ländern Initiativen gibt, die also viel mehr beachtet werden müssen. Möchtest du noch, hast du noch einen letzten Satz? Okay, super, wir sind auch, das Internet war ja auch sehr fleißig hier mit Fragen und wir sind auch am Ende der Zeit. Also herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für den Vortrag. Sehr gerne.